Moin Leute, und wir testen jetzt die tschechischen Süßigkeiten, wie ich in dem Short schon angekündigt habe. Ja. Weil man kennt ja eigentlich das Spiel Abluchsen, das spielen meine Eltern immer, glaube ich, so süchtig. Ja, auf jeden Fall, mit was sollen wir anfangen? Also, ich will nicht mit dem Getränk, aber ich würde das erste mit diesem Bob Sinail anfangen, ja. Ich habe schon aufgemacht für euch, dass das jetzt nochmal so weitergehen muss. Und by the way, jetzt nochmal danke für die 60 Abonnenten, genau genommen. Jetzt wahrscheinlich sogar schon 63. Ich weiß es nicht mehr ganz. Aber ja. Schauen wir uns erstmal diese Bob-Dinge an. Okay. Das wäre einfach so runtergefallen. Die sehen irgendwie ein bisschen so wie chinesische, Süßigkeiten aus. Finde ich irgendwie. Es wird jetzt ein Video, deswegen, darf es auch länger dauern. Ich weiß jetzt nicht, ob das so abzieht oder wie das funktioniert bei denen. Das ist halt tschechische Süßigkeit. Das heißt, ich kann nichts lesen, was in der Beschreibung ist oder so. Kann das bitte aufgehen irgendwie? Warte mal, Leute. Dabei könnt ihr euch diese schöne Coca-Cola, das A von denen anschauen. Ich meine, es ist ja wunderschönes A, ne? Sorry, aber ich kann im Moment, leider weiß ich noch nicht, wie man bei einem Apple-Gerät das schneidet. Deswegen, also ich weiß es schon im Prinzip, aber es ist immer noch sehr spät bei uns und deswegen mache ich das nicht. Weil meine Eltern kommen bald hoch und also ins Zimmer und ja. Ich will nicht, dass sie dann halt mitten im Video so sagen, ja, hallo Schatz, wie geht's? Leute, vorbei damit. Links ist da. Es ist auf. Teste sie mal, würde ich sagen. Ich würde sagen. Das sollte irgendwie gut schmecken, ne? Also ich probiere das jetzt nicht so, ich probiere das jetzt abbeißen, aber. Das ist by the way Mango. Da steht es irgendwo. Mango, irgendwas. Also. Erster Eindruck. Schmeckt halt nach Früchte, schmeckt halt nach Mango. Pfirsich ist da gar nicht drin. Ja. Mango-Apfel. Würde ich jetzt von 10 Minuten würde ich das jetzt eine 5 geben, weil es hat schon einen guten Fruchtgeschmack. Aber es schmeckt sowieso, kennt ihr diese Obstriegel, die man in jedem Supermarkt kaufen kann? So ein bisschen schmeckt der Inhalt, bloß der Inhalt nochmal in warm, also in richtig warm. So schmeckt das halt. Machen wir weiter mit Mimiki. Dabei könnt ihr euch nochmal mein schönes A anschauen an der Flasche. Genau, schönes A, ne? Könnte ich auch, ne? Ich finde, A ist ein so wichtiger Buchstabe, beispielsweise du A. Oder in Englischen ist, glaube ich, A nicht gerade so das Wichtigste, aber ja. Ich muss erstmal alle Sorten da ausprobieren. Es gibt ja mehrere Sorten davon. Sind die hier? Ja, oder? Ja. Einmal das hier, das sind glaube ich einzelne Sorten. So und so, ja. Das sind das alle Sorten hier, würde ich sagen. Das sind, by the way, saure. Das sind ja die extrem sauren. Wir fangen jetzt mal an mit. Blau, würde ich sagen. Alec. Die sind sauer. Die sind oh. Das stimmt, glaube ich, sogar. Warum muss ich das essen? Wisst ihr? Es hat diesen Petz-Geschmack von diesen Petz-Teilen da, wo man so drauf drückt und dann kommt es raus. Essen, den gleichen Geschmack hat es, bloß nochmal in extrem sauer. Also erstmal Orange natürlich. Es sind mir auch ein bisschen an Brausebonbons. Erinnert mich das ein bisschen. Bei Blau würde ich eine 7 von 10 geben, Orange eine 8 von 10. Ganz solide. Probieren wir mal mit Lila. Oder ist das Lila? Ja, sagen wir mal so.
Und das ist geil. Elida so eine 6 von 10. Gelb. Sehr sauer. Zitrone. So. 8 von 10. Jetzt könnt ihr mal Wasser beobachten. Schon das Wasser so. Aber ich jetzt erstmal die Kurvole probieren. Es spürt über. Ist das so ein Lass mich dran Deckel? Ja, es ist. Leute, hier ist die Kurvole. Dann trinken wir sie mal. Was war das? Scheiße! Nein! Okay, schade, schade, schade. Muss er daneben laufen, okay? Scheiße. Ja. Machen wir weiter mit den Bonbons. Machen wir weiter mit den Bonbons. Die ist auch komplett nass. Ja, die ist jetzt auch komplett nass. Ja. Ja. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.